Ich hatte schon fast wieder vergessen, wie unangenehm es für mich ist, YouTube-Videos zu beginnen. Sobald ich drin bin, ist es meistens ganz okay, aber der Beginn ist jedes Mal wieder ein Struggle sondergleichen. Nun denn, willkommen zu meinem ersten Video in 2021. Wir machen eine Pokémon Schwarz Nuzlocke, hauptsächlich, weil es mich seit bestimmt schon seit Ende 2019 in den Fingern juckt, mal wieder Pokémon Schwarz zu spielen. Ich liebe die fünfte Generation. Die fünfte Generation ist großartig. Die ist wundervoll. Das wird auch ein großer Anteil dieses Let's Plays sein, dass ich bei jeder kleinsten Gelegenheit darauf hinweisen werde, wie toll die fünfte Generation von Pokémon ist. Ich weiß, es ist nicht die beliebteste Generation, aber das ist falsch. Das ist falsch. Ich nehme mal an, wir kennen alle dieses Intro. Ich muss das jetzt nicht extra vorlesen. Ja, ich sollte vielleicht irgendwie so eine Art Update geben oder so, weil ich in Urzeiten nichts geuploadet habe. Der Plan ist unkompliziert. Ich werde einfach mal so das uploaden, worauf ich Lust habe. Ich glaube, ich nehme mal ein Mädchen. Ich habe hier noch nie ein Mädchen genommen. Aber davon ziemlich viel ist der Plan. Also, wir sitzen ja zurzeit alle im selben Boot und damit meine ich zu Hause. Vollkommen ausgehungert nach jeglicher sozialer Interaktion. Und deshalb dachte ich mir, es ist bestimmt cool, YouTube-Videos wieder zu machen. Und darüber dann irgendwie zumindest was zu tun. Schon mal, das ist auch schon mal nicht schlecht. Und auch mit Leuten zu interagieren bestimmt, also vielleicht, bestenfalls. Ich streame bestimmt auch bald mal wieder. Ich habe hier jetzt gerade keinen Monitor für meine Switch stehen und so, weil ich mir hier so einen Arbeitsplatz fürs Studieren eingerichtet habe und so und ich immer ein bisschen abgelenkt bin, wenn da so meine Switch steht und ich theoretisch auch Switch spielen könnte, anstatt was zu tun. Bitte sag mir nicht, dass es hier kein Dollarzeichen gibt. Oh, okay. Okay. Warte, was? Okay. Oh, krass. Ich wollte mich eigentlich da Klinke nennen, aber das passt tatsächlich nicht. Na gut, dann machen wir es ganz, ganz uninspiriert. Kann ich meinen Nutzernamen leider nicht an einen weiblichen Charakter anpassen. Naja, jedenfalls, ich will noch einen Monitor haben, einen guten Gaming-Monitor und dann möchte ich auch wieder streamen. Aber jetzt arbeite ich erstmal mit dem, was ich hier habe und für meine oldschoolige DS-Capture-Card brauche ich keinen zweiten Monitor. Deshalb machen wir eine Schwarznas-Log. Denke mal, die meisten wissen, was eine Nuzlocke. Obwohl, nee, ich habe jetzt voll viele Leute hier, die gar nicht so viel über Pokémon wissen, glaube ich. Ich verlinke bestimmt in der Beschreibung einmal, was eine Nuzlocke ist. Und auch den originalen Nuzlocke-Comic, der ist nämlich echt cool. Weist mich gerne darauf hin, falls ich das nicht mache, weil ich will das eigentlich machen. Kurzfassung, eine Nuzlocke ist eine Pokémon-Playthrough. Jedoch, sobald ein Pokémon besiegt wird, ist es tot. Das heißt, ich darf es nicht mehr benutzen. Außerdem muss ich jedem Pokémon einen Spitznamen geben, damit die emotionale Bindung zu den Pokémon doller ist und damit es mir mehr wehtut, wenn die Pokémon sterben. Das ist tatsächlich so der Sinn dahinter. Und ich darf auf jeder Route nur das erste Pokémon fangen, was mir begegnet. Das heißt, ich kann mir mein Team nicht selbst zusammenstellen. Ich muss irgendwie darauf hoffen, dass ich einigermaßen Glück habe und im Endeffekt muss ich dann einfach mit den Pokémon arbeiten, die ich bekomme. Wenn ich sie denn bekomme, ist es ja auch nicht garantiert, dass ich dieses Pokémon fange. Wenn ich das verkacke, auf einer Route ein Pokémon zu fangen, dann habe ich es verkackt. Und dann kriege ich auf der Route halt keins. Ich sollte mir vielleicht irgendwas holen zum Aufschreiben, dass ich immer weiß, auf welchen Routen ich schon was gefangen habe. Bell kommt, die ist immer ein bisschen langsamer. Das weiß ich noch. Die ist immer so ein bisschen trantütig. Der Attack-Speed ist so langsam. Ach, das nicht zu entschuldigen. Wo sind die Pokémon nun? Doch nicht etwa an diesem auffälligen Geschenk auf diesem Tisch. So, ich darf zuerst was aussuchen, wie immer. Ich bin schließlich der Hauptcharakter.
Okay, normalerweise nehme ich den einzigen Starter, der in dieser Generation gut ist. Das ist natürlich Serpifeu. Aber da ich den wirklich bisher, glaube ich, immer genommen habe, wenn ich die fünfte Generation gespielt habe. So ziemlich zumindest. Also zumindest bei meinem letzten Run habe ich ihn auf jeden Fall genommen. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich dieses Mal Floink nehme. Damit es ein bisschen Abwechslung für mich ist. Also, ja, Floink it is. Floink it is. Spitzname. Darf ich das noch nicht? Ach nee, das darf ich hier noch nicht, glaube ich. Ich glaube, das darf ich jetzt später bei der Professorin. So. Die Nuzlocke beginnt erst offiziell, wenn man Pokebälle bekommen hat. Ist verständlicherweise nicht sinnvoll, dass sollte ich einen von diesen Kämpfen jetzt verlieren, dass dann einfach die Nuzlocke zu Ende ist. Das ist nicht der Sinn der Sache. Boah, die Textgeschwindigkeit, ey. Das muss ich gleich umstellen. Hoffentlich denke ich dann. Sie nimmt Serpifeu. Hat sie ein weibliches gekriegt? Hat sie nicht. Hab ich ein weibliches gekriegt? Hab ich auch nicht. Hab ich schon... Ich habe noch keine Feuerattacke. Okay. Das Ding ist schneller als ich. Das ist kein gutes Zeichen. Aber ich habe, glaube ich, mehr KP und ich mache, glaube ich, auch mehr Schaden. 22 KP ist echt viel für so einen Level 5 Starter. Die haben normalerweise oder meistens weniger, meine ich. Immer so 19, 20. Die Musik nehme ich übrigens zurzeit stilecht einfach über mein Mikrofon mit auf. Ich hoffe, das klingt nicht allzu schlimm. Ich habe natürlich keine Testaufnahme gemacht. Warum sollte man sowas auch machen? Ich habe allerdings mehrere Versuche gebraucht, um dieses Video anzufangen. Ja, ja. Ich bin einfach nicht der Beste daran, Videos anzufangen. Vielleicht kommt das ja wieder. Ich weiß nicht, ob ich da jemals gut drin war. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich habe ja jetzt dieses fancy Intro gebaut. Das ist dann einfach immer so die Einleitung für meine Videos. Das passt schon, das passt schon. Das ist schon gut so. So, schon mal gewonnen. Alles zerstört. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Was ist denn hier passiert? Ich bin fuchsteufelswild auf dich, Bay. Raus hier. Raus aus meiner Wohnung. Ja, los, komm, komm, komm. Der hat dann ja jetzt das gewählt, was stark gegen mich ist. War das die letzte Generation? Nee, ich glaube in der sechsten Generation hat die eine, ja, nur weil ich mit dem Jungen angefangen habe, hat der eine Rivale, die eine Rivalin auch immer das Pokémon genommen, was stark gegen mich ist, meine ich. Aber in der siebten Generation, Hau hat auf jeden Fall das genommen, direkt das genommen, was schwächer gegen einen ist. Das weiß ich noch. Da war ich ein bisschen disappointed. Weil so eine Rivalen wie Sharon haben immer ein bisschen... Heißt der Sharon? Weiß nicht. Sharon, was auch immer. Haben immer mehr Spaß gemacht, weil man da tatsächlich das Gefühl hatte, dass sie einen irgendwie übertrumpfen wollen. Dass sie es zumindest versuchen. Haha! Volltreffer. Geil. Guter Beginn. Endlich bin ich Trainer. Krieg direkt auf die Mütze. So hast du dir das vorgestellt, ne? Oh ja. Oh ja. Der hat zumindest noch Bock. So, und weiß ich nicht. Hau. Und auch, wie hieß der nochmal aus der 8. Generation? Hopp. Hau und Hopp. Wow. Die sind einem eher so ein bisschen hinterhergelaufen, sage ich mal. Wobei Hopp noch sehr realistische Emotionen gezeigt hat, fand ich, so in Schild und Schwert. Der hatte so Selbstzweifel, auch aufgrund seines berühmten Bruders und so, und ob er denn wirklich geeignet ist, ein Trainer zu sein. Das fand ich eigentlich noch ganz cool, muss ich sagen. Aber Hau... Naja, wobei, wenn ich drüber nachdenke, Hau war immer so übertrieben aggressiv positiv drauf. Das fand ich auch immer ganz cool. Das habe ich eigentlich auch respektiert. In einer Szene, weiß ich noch, beleidigt Galadio ihn so richtig hart und irgendwie schafft Hau es nur, das Positive daraus zu ziehen. Das fand ich auch sehr schön. Ich habe vergessen, die Textgeschwindigkeit zu verändern. Das ist toll. Ich könnte auch einfach auf meinen guten Monitor gucken.
den großen, wo ich dann das alles in groß sehe. Das wäre schlau. Sehr emotional. Ja, räum bitte mein Zimmer auf. Ich muss jetzt rausgehen und Geld verdienen. Ich bin immerhin jetzt. Wobei, in diesem Spiel sehen die Charaktere tatsächlich ein bisschen älter aus, finde ich. Also, die sehen nicht mehr so aus wie 11, würde ich sagen. Die sehen schon so aus wie. Die könnten 16 sein, finde ich. Wenn man sich die so anguckt. Ja, doch, doch. Ich bleibe bei meiner Aussage. 16 könnten die sein, könnten die sein. Gibt bestimmt auch irgendeine Lore, wo das dann auch drin steht oder was. Aber doch, doch. Könnten älter sein. Generell wirkt die ganze Generation ein bisschen. Bisschen erwachsener, ein bisschen düsterer. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Worte sind, aber generell der ganze Stil. Erinnert wieder ein bisschen mehr an die erste Generation, die auch relativ düster ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber das finde ich gut, das gefällt mir. Auch so die ganze. Warte, was soll ich machen? Ich habe nichts gelesen. Ich glaube, ich soll zu Bell gehen. Die ganze Story, die da noch so kommt mit Team Plasma und Gezis und N und alles. Das ist schon alles ein bisschen ernster. Und auch das hier, so, dass ihr Vater ihr verbieten möchte, auf diese Reise zu gehen. Das zeigt so ein bisschen einen erwachseneren Charakter. Wofür ich der fünften Generation natürlich applaudieren muss, weil die fünfte Generation ist toll. Das ist toll. Das ist so richtig deeper Shit. Jetzt seien sie doch mal nicht so. Oh. Ich habe mich nebenbei gesagt noch nicht entschieden, ob ich euch die ungeschnittene Rohfassung quasi dieses Let's Plays gebe oder ob ich noch so irgendwie schneide. Irgendwo ist der Sinn einer Naslog ja auch, dass alles gesehen werden kann, damit ich nicht theoretisch schummeln könnte und Pokémon doch noch benutzen könnte und das einfach rausschneide, dass sie sterben oder so. Das würde ich natürlich nicht tun. Ich mache das ja auch für mich selbst, weil ich eine Naslog spielen möchte. Andererseits ist es natürlich ein bisschen schneller und vielleicht auch ein bisschen interessanter, wenn ich es schneide. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ihr werdet es dann ja sehen. Ah, die Textgeschwindigkeit ist schon deutlich besser. Ja, ich habe den perfekten. Okay, der passt. Ich wollte gerade schon sagen, wenn der nicht passt. Schreibe ich das? Ja, doch, schreibe ich alles groß. Komm, all caps. Picture! Ich habe, glaube ich, nicht in die Kamera geguckt. Das ist auch noch so ein Ding. In die Kamera gucken. Voll schwierig. Weiß nicht warum. Weiß nicht warum. Ich wünschte, ich hätte mir diesen Spitznamen selbst ausgedacht. Aber der ist zu gut, um ihn nicht zu benutzen. Ich meine, diesen ganzen Kram mit, man kriegt jetzt den Pokédex und wo man soll auf Pokémon-Reise gehen, das ist ja immer das Gleiche, das muss ich jetzt nicht unbedingt. Also, was habe ich geklickt? Ja, passt schon. Ich habe mir so überlegt, dass ich das vielleicht hin und wieder so grob zusammenfasse. Ah, oh Gott, oh Gott. Ich weiß sowieso noch das meiste und ich kann mir das meistens so erschließen, glaube ich. Dann ist das auch bestimmt angenehmer. Wenn sie das will, warum sollten wir das nicht tun? Dieses Pokémon ist so hässlich, ne? Das ist so hässlich. Also, ich als großer Verfechter der fünften Generation, auch wenn es um die Pokémon geht, ich finde, die fünfte Generation hat mega gute Pokémon. Das Viech ist so krass hässlich, dass es. Da fehlen mir wirklich die Worte. Also. Ne. Die Weiterentwicklung ist noch schlimmer.
Und die Weiterentwicklung hat auch noch irgendwie so ein komisches Fellmuster, das aussieht, als hätte die eine Warnweste an oder so. Das. Nee. Nein. Bin ich nicht mit zufrieden. Aber hey, 50% Chance, dass ich es auf der ersten Route fange. Da kommen wir zu einer anderen relevanten Regel in Nuzlocke. Wenn man ein Pokémon schon hat, dann muss man es nicht fangen. Also nehmen wir an, ich fange auf der ersten Route ein Nagelotz und auf der zweiten Route ist meine erste Begegnung auch ein Nagelotz. Dann kann ich auswählen zu flüchten und nach Pokémon zu suchen, bis ich ein Pokémon finde, das nicht Nagelotz ist. Ich kann auch das Nagelotz nochmal fangen, wenn ich das möchte, aber das ist die sogenannte Dupes Clause. Weil das ist ja witzlos, wenn man immer wieder das gleiche Pokémon hat. Es soll ja auch darauf. Es soll ja so gemacht werden, dass jedes Pokémon möglichst seine eigene Persönlichkeit hat, so mit Spitzname und bla bla bla. Und das ist was ganz Besonderes, weil man nicht so viele Pokémon fangen darf und so weiter. So. Auf geht's nach Garvina. Das hat alles von mir abverlangt, gerade nicht diesen Witz zu machen. Lass mich spielen jetzt! Habe ich überhaupt schon Pokebälle? Oh, Gottverdammt. Gottverdammt, das ist kein PickChamp-Pokémon. Kein PickChamp-Pokémon. Warum gehe ich auf Pokémon? Ich wollte mir in meinen Beutel gucken. Nein! Okay, die Nuzlocke hat offiziell begonnen. Ich will das auch nicht aus Versehen töten, weil es ist gut, es zu fangen. So muss ich es nicht nochmal fangen. Ha! Das hat gut funktioniert. So. Vielleicht lege ich den einfach hier so hin und dann. Oh, ist auch nice. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich vermisse den Touchscreen vom DS. Jetzt hat ja mittlerweile die Switch den DS als Handheld abgelöst. Ist ja auch irgendwie cool, dass man jetzt so Konsolenspiele und Handheldspiele in einem hat. Alles cool. Aber ich vermisse den DS. Ich war ein großer Freund des DS. Ich mochte den Touchscreen. Ich mochte, dass es mal den auf- und zuklappen konnte. Ich mochte die zwei Bildschirmdynamik. So, das schreibe ich mir direkt mal. Das sollte ich vielleicht lassen. Auf welcher Route ich bin und dass ich einen Nagelotz gefangen habe. So, Spitzname. Okay. Passt es? So. Schenkt er einem einen Trank? Ist das so oldschoolig? Nee, ist es nicht. Du aber vielleicht. Ha! Haha. Trank umsonst gekriegt. Boah, bin ich langsam, heilige Mutter Gottes. Das wäre viel höher gewesen als meins. Uff. Großes Uff. Das mach ich mal kaputt. Oh! Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, lass uns vergleichen. Die machen, glaube ich, auch eine Nuzlocke. Cool. Die hätte buchstäblich einfach brüllen können, wir hätten sie gehört. So weit ist es nicht entfernt.
Da. Hätte einfach brüllen können.